Bei mir im Studio begrüße ich jetzt ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, vielen Dank. Herr Kocher, die Rot-Weiß-Rot-Karte wird also einer Reform unterzogen. Wir haben es gehört von der Arbeiterkammer, aber auch vom Gewerkschaftsbund kommt da heute Kritik, weil Sie im Vorfeld nicht eingebunden waren. Wieso haben Sie sich da mit den Sozialpartnern offenbar nicht abgestimmt? Es gibt ja in vielen Bereichen Abstimmungen mit den Sozialpartnern. Es gibt aber auch Verantwortlichkeiten der Regierung. Es gibt im Regierungsprogramm die Verantwortlichkeit, eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte vorzulegen. Und es ist klar, dass das der Arbeitsminister machen muss, federführend. Es gab ja auch Abstimmungen in der Bundesregierung. Dafür gibt es die Begutachtung. Es wird natürlich Gespräche geben und es werden alle Vorschläge und Verbesserungsvorschläge, die es gibt, eingearbeitet werden. Ich glaube, das ist eine sehr gute Vorgangsweise. Und die Rot-Weiß-Rot-Karte trifft ja auch Arbeitnehmer. Wäre es dann nicht einfacher gewesen, schon im Vorfeld die Sozialpartner einzubinden? Das ist ja in Österreich bisher auch eigentlich immer gute Tradition gewesen. Sie sind ja auch eingebunden. Jetzt nur bei der Entstehung dieses konkreten Gesetzestexts gab es jetzt davor keine ausführlichen Gespräche, auch wieder immer informelle Gespräche. Aber wie gesagt, es gibt die Begutachtung, es gibt die Möglichkeit und wir werden natürlich mit allen Sozialpartnern sprechen und auch die Vorschläge einarbeiten. Ein zweiter Kritikpunkt war, dass man lieber billige Arbeitskräfte aus Drittstaaten holt, anstatt heimische aus- und weiterzubilden. So lautet die Kritik. Und um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, aus Sicht der SPÖ, wären da also dringendere Projekte angestanden. Wird hier nachgebessert? Wir brauchen eine gesamte Fachkräftestrategie und die haben wir ja auch. Wir haben das größte Budget im Arbeitsmarktbereich für Qualifizierungen aller Zeiten. Wir brauchen nicht beim Thema Vereinbarkeit und Beruf und Familie große Fortschritte. Wir brauchen Fortschritte, was ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft. Und die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ein Bestandteil dieser Fachkräftestrategie. Wir haben in den nächsten Jahren einfach eine Pensionierungswelle aufgrund der Demografie. Die Babyboomer-Generation geht in Pension und deswegen braucht es strukturelle Maßnahmen, um eben auch für ausländische Arbeitskräfte attraktiv zu sein. Wenn wir diese Maßnahmen eben brauchen, Sie haben es heute auch bei der Pressekonferenz gesagt, 124.000 offene Stellen, das ist ein Rekordniveau. Gleichzeitig gibt es viele Mangelberufe, wo die offenen Stellen gar nicht besetzt werden können, weil eben die Fachkräfte fehlen. Brennt hier nicht schon längst der Hut? Ja, Sie sagen es, in gewissen Bereichen ist es tatsächlich ganz schwierig, Fachkräfte zu finden. Und wenn man jetzt das Argument bringt, da müsste man einfach mehr Lohn bezahlen, das würde dazu führen, dass möglicherweise in anderen Bereichen wieder sich Mangelerscheinungen auftun. Das heißt, wir haben insgesamt aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund auch der guten Entwicklung der letzten Jahre, eine Schwierigkeit, Fachkräfte in Österreich zu haben. Deswegen braucht es auf allen Ebenen Maßnahmen. Und wir reden von Fachkräften, auch ein ganz wichtiger Faktor. Also Lohndumping, den Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen, weil erstens ohnehin in Österreich eine sehr hohe Kollektivvertragsabdeckung gegeben ist und natürlich auch hier in der Reform ganz klare Regeln sind. Das heißt, es werden natürlich auch nur Fachkräfte geholt. Das heißt, niedrig bezahlte Arbeitskräfte sind von der Rot-Weiß-Rot-Karte nicht erfasst. Wir waren aber jetzt auch gerade bei der Weiter- und Ausbildung der Fachkräfte, die es in Österreich schon gibt und eben bei dieser großen Lücke der offenen Stellen und der Personen, die dafür vorgesehen sind. Da wird die Rot-Weiß-Rot-Karte nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, weil wir haben sie gesehen in der Grafik, das sind etwas mehr als 3.000 Personen, die das betrifft. 124.000 Stellen sind aber offen. Braucht es ja nicht also viel mehr, und zwar jetzt Maßnahmen, um diese Lücke zu schließen? Wir versuchen natürlich in allen Bereichen, wie gesagt, diese Maßnahmen zu setzen. Da gibt es viel Potenzial im Inland, aber die Rot-Weiß-Rot-Karte bringt da einen gewissen Beitrag. Es wird natürlich auch notwendig sein, dass Unternehmen sich aktiv bemühen. Wir haben viele Möglichkeiten, aber es ist jetzt eine ganz schwierige Situation. Wir hatten noch nie so viele offene Stellen wie jetzt. Wir müssen natürlich auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung, im Bereich der Qualifizierung bei Arbeitslosen investieren. Wir müssen bei jungen Menschen investieren, damit diese Fachkraftstellen besetzt werden können, weil sonst, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, sonst können wir unsere Wachstumserwartungen nicht erfüllen. Das heißt, wir haben einen geringeren Wohlstand und wir können auch, das ist ein ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht, die Ziele in Richtung Klimaneutralität nicht erreichen, weil wir brauchen Arbeits- und Fachkräfte, um eben diese Umsetzungsschritte zu setzen hin Richtung Klimaneutralität. Das sind sehr arbeitsintensive Bereiche, das Installieren von Windrädern und Solarpanelen, all das wird Arbeitskräfte brauchen. Deshalb jetzt dieser Fokus in allen Bereichen, nicht nur auf ausländische Fachkräfte.
Wann wird es denn dann eben in diesen anderen Bereichen, abgesehen von den ausländischen Fachkräften, ganz konkrete Maßnahmen geben? Wann wird investiert? Wir machen das ja laufend. Es ist so, dass was Vereinbarkeit und Beruf und Familie betrifft, es laufend Verbesserungen gibt, glücklicherweise. Es werden gerade 15a-Vereinbarungsverhandlungen geführt zwischen Bund und Länder über den Ausbau der Kinderbetreuung. Im Bereich ältere Arbeitskräfte gibt es eine Reihe von Projekten im Arbeitsministerium, die versuchen, dass ältere Arbeitnehmer besser in den Betrieben gehalten werden können. Gesundheitsprävention, das sind alles Dinge, die nicht nur allein der Arbeitsminister machen muss und kann. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch im Interesse natürlich aller, nicht nur der Wirtschaft, von älteren Arbeitnehmern, die im Beruf sind, profitieren natürlich alle und auch die Betroffenen selbst, weil man damit länger gesund bleibt und länger auch, wenn man in Pension geht, gesund bleibt. Jetzt könnte auf den Arbeitsmarkt in den kommenden Wochen trotzdem noch einmal einiges zukommen. Anfang April war die Arbeitslosenquote bei 6,3%. Das ist zwar der niedrigste Wert seit 2008, aber zuletzt ist die Arbeitslosenquote auch wieder leicht gestiegen. Und wir sehen es jetzt am Beispiel des Ukraine-Krieges. Da könnte sich die Situation noch weiter zuspitzen. Mit wie vielen Arbeitslosen rechnen Sie im Verlauf des Jahres noch? Wir haben im Moment eine große Unsicherheit, was die Entwicklung der Wirtschaft und damit des Arbeitsmarkts betrifft. Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt. Vieles hängt von geopolitischen Entwicklungen ab, die wir hier in Österreich nicht direkt beeinflussen können. Die Wachstumserwartungen derzeit sind immer noch gut und die Dynamik am Arbeitsmarkt ist hoch. Wir gehen glücklicherweise in diese Phase der Unsicherheit mit einer viel besseren Voraussetzung, als wir das noch vor einigen Jahren hatten. Die Arbeitslosigkeit ist geringer als noch vor einigen Jahren. Das heißt, ich hoffe sehr, dass das, was noch passiert, den Arbeitsmarkt nicht sehr stark negativ beeinträchtigen wird. Aber die Dynamik, die wir hatten in den letzten Wochen und Monaten, ist etwas gebremst. Und das heißt natürlich, dass wir uns auf vielleicht schwierigere Zeiten einstellen müssen. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit im Sommer aller Vorsicht nach niedriger als letztes Jahr, also auch niedriger als vor der Krise. Das ist aber jetzt die Situation derzeit. Derzeit fließt auch Gas nach Österreich. Wir wissen aber nicht, ob es nicht vielleicht doch dazu kommen könnte, dass Putin möglicherweise Österreich den Gashahn abdreht. Laufen da Vorbereitungen für den Fall des Falls? Was den Arbeitsmarkt betrifft, sind wir vorbereitet mit der Kurzarbeit auf einen solchen Fall. Es wird sehr viel davon abhängen, wenn dieser Fall eintritt, den wir alle nicht gerne sehen würden. Natürlich, wie lange das dauert, wie stark sich die Auswirkungen auch aufgrund der Bevorratung, die jetzt gestern beschlossen wurde, auch dann auswirken wird. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Es ist schwierig, aber am Arbeitsmarkt sind wir vorbereitet. Die Kurzarbeit wäre dann wieder das Mittel der Wahl, um die massiven negativen Folgen am Arbeitsmarkt abzufedern. Könnten Sie sich da auch eine spezielle Form der Kurzarbeit wie etwa die Corona-Kurzarbeit vorstellen? Ich glaube, wir sind im Moment mit der jetzigen Kurzarbeit gut vorbereitet, aber wenn es notwendig ist, werden wir über alles sprechen. Auch da werden natürlich die Sozialpartner eingebunden sein. Und wenn es notwendig ist, glaube ich, wird es natürlich Maßnahmen geben, dass wir verhindern, dass Beschäftigungslosigkeit in massiver Zahl die Folge von solchen geopolitischen Entwicklungen ist. Sind uns da nicht dann auch irgendwann einmal die Hände, nämlich budgetär gebunden? Wir wissen, die Corona-Kurzarbeit hat uns Milliarden gekostet. Das war der größte Topf bei den Corona-Hilfen. Können wir uns das überhaupt leisten? Die Frage wird natürlich sein, was wäre die Alternative? Und die Alternative wäre Arbeitslosigkeit und auch hohe Kosten. Und da glaube ich, dass die Kurzarbeit tatsächlich in der Corona-Zeit dazu beigetragen hat, dass die Kosten insgesamt geringer waren, als wenn wir die Kurzarbeit nicht gehabt hätten. Wir wissen, dass aus Staaten, die Kurzarbeit nicht hatten, dass die Folgen der Corona-Krise länger angehalten haben am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. Und das wird man in einer Situation, die wir uns alle nicht wünschen, was die Ukraine-Krise und den Krieg in der Ukraine betrifft, natürlich auch so sehen. Eine abschließende Frage noch zur Teuerung. Auch die beschäftigt derzeit sehr, sehr viele Menschen. Da hat die SPÖ auch mehrere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Etwa zum Beispiel die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Ein Beispiel von vielen. Sie arbeiten derzeit an einer Reform des Arbeitslosengeldes, angekündigt für das zweite Quartal. Wann soll das kommen? Wäre es nicht an der Zeit, das jetzt möglicherweise schon vorzuziehen? Wir sind in sehr engen und konstruktiven Gesprächen in der Koalition. Wir haben immer geplant, das im zweiten Quartal vorzulegen. Der Zeitplan steht weiterhin und da wird es dann klar sein, in welche Richtung es geht. Und natürlich gibt es jetzt schon gegen die Teuerung Maßnahmen, Einmalzahlungen, gerade im Bereich der Niedrigverdiener, gerade im Bereich der Arbeitslosen. 150 Euro für Arbeitslose, das ist jetzt nicht
gerade so viel, um weit zu hupfen. Eine zweite Tranche mit 300 Euro wurde schon ausbezahlt für die Arbeitslosen. Natürlich weiß ich, dass in diesem Bereich die Teuerung am stärksten durchschlägt. Wir wissen, dass für Niedrigverdiener oder für Arbeitslose, Notstandshilfebezieher die Teuerung besonders schlimm ist. Es hat eine Reihe von Maßnahmen gegeben, auch auf Länderebene, das Aussetzen auch von Steuern und Abgaben zum Teil. Wenn es weitere Maßnahmen braucht, es gibt Gespräche mit dem Finanzminister, wird es weitere Maßnahmen geben. Was ist die Latte? Wann braucht es weitere Maßnahmen? Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt und wie sich die Preise entwickeln. Wir haben im Moment eine sehr hohe Teuerung, hoffen natürlich sehr, dass die Teuerung etwas zurückgeht im Laufe des Sommers und im Herbst. Aber wir sind in Gesprächen über den Teuerungsausgleich auch mit den Sozialpartnern. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Gespräche zu führen und abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Die ersten Schritte, gerade für diese ganz vulnerablen Gruppen im Arbeitsmarktbereich, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, sind gesetzt. Das heißt, neue Entlastungen könnte es noch vor dem Sommer geben? Da kann ich mich jetzt nicht festlegen, weil es nicht meine Entscheidung ist, aber wir sind in Gesprächen. Herr Minister, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Danke sehr.